So, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Project Zero. Ja, ich spiele immer noch weiter. Und für euch wird das jetzt vielleicht ein Tag her sein oder so, aber für mich natürlich nicht. Also, ich kann euch jetzt mal ganz genau diesen komischen Gegner erklären, den wir gerade vorhin hatten. Foto. Und zwar, es ist der kopflose Priester. Dieser kopflose Priester, der bei dem verschwindet manchmal der Kopf, so wie da. Dann kann man ihn nicht angreifen, ihn nicht besiegen. Und dieser kopflose Priester wird bei allen vier Steinen erscheinen. Und er wirft ganz gerne mit Flämmchen mit sich rum. Deswegen ist es unwichtig, ihn so schnell wie möglich zu besiegen. Und deswegen habe ich, ist es auch am besten, wenn man am, wenn man, also ich heile mich jetzt hier jetzt aber mal, wenn man das Leben verwendet. Genau. Und da es ja leider nicht der einzige Stein war, gibt es hier in dem Raum, als weiter durch die Tür, den nächsten Stein. Und hier liegt nichts. Liegt hier denn was? Nein. Auch gut. Ich dachte ja, ich habe zum vierten Kapitel überhaupt keine Erinnerung mehr, aber irgendwie laufe ich hier doch total gescheit rum, sagen wir es mal so. Und hier liegt nirgendwo was. Aktivieren wir eine weitere Cutscene. Vielleicht will sie das. Verrückter. Vielleicht will sie leiden. Manche überdrücken den Schmerz und leiden lieber gern. Was soll denn das jetzt? War so klar, war so klar. Da bist du. Ja, du hast den Kopf wieder unten. Ja, ist ja gut. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ach, sein Lämmchen. Ach ja. Verpiss dich! Oh. Komm schon, mach deinen Kopf wieder auf. Wie denn das Mistvieh? Nicht mit mir. So. Tschüssi.
Wieder ein Zeichen. Auf dem Foto ist etwas zu sehen. Es sieht aus wie ein Buchstabe. So, jetzt war der Kampf auch überstanden. Und das mit... mal wieder wenig Energie. Das, worüber ich mich gerade geheilt habe. War eine gute Idee. Und sei ich gestorben. Er wurde wahnsinnig. Er begann, jeden, den er erblickte, umzubringen. Das... ist krank. Gut. Dass wir das geklärt haben. So. Ein altes Buch liegt vor der steinernen Grabhügel. Niederschrift des Priesters. Auf Anweisung des Meisters haben wir den Geist versteckt. Ich sagte Kyrie, er sei nach Hause gegangen. Wir waren... Was? Also den Gast. Den Geist. Mhm. Ich habe gerade... Den Geist kann man verstecken? Gast versteckt. Nochmal. Auf Anweisung des Meisters haben wir den Gast versteckt. Ich sagte Kyrie, er sei nach Hause gegangen. Wir werden die Leiche weit wegbringen müssen, damit sie es nie erfährt. Der arme Mann, tat mir leid, aber was hätte ich tun sollen? Wir Priester mussten die Jungfrau des Schallschreins um jeden Preis schützen. Krank! Schriften des Priesters des Schallschreins in der Akte gelegt. Okay, da liegt leider nichts hinten, dahinter. Gut. Dann lass uns gehen. Wie viele Punkte haben wir? Immer nutze, wenn ich denn in die Kamera... Nein. Diesen Wert hier aufzuleveln, braucht man 24 und hier 18. Maximum erhöht maximalen Ladewert für magische Kraft. Naja. Na, also kann ich mich jetzt eigentlich schon wieder heilen, aber... Hier irgendwo muss was sein. Gut, mein Controller wird... ohne Grund. Nicht. Was ist da? Hirasaka. Gut. Von mir aus. Gehen wir durch diese Tür. Wo wir jetzt hin müssen, ist es offensichtlich. Das alles, das möchte ich unbedingt mal wieder speichern. Denn diese zwei Kämpfe zu überlebt haben, das war, sag mal so, pures Glück. Naja, nicht ganz. Ich kenne die Geister, aber es ist wirklich ganz schön, immer ganz schön knapp. Und wenn was so knapp ist, dann muss ich das unbedingt mit einem Speicherplatz festhalten. Und vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ja, wie zum Beispiel, dass die Kerzen umgefallen sind. Überall umgestürzte Kerzen, in der Mitte eine rote Kiste mit kaputten Schloss. Sie geht nicht auf. Das ist mir aber auch egal. Ich möchte einfach nur speichern. Und der Speicherpunkt befindet sich genau hier. Da ist eine alte Kamera. Ich glaube, ich mache mal ein Foto. Und wir können hier auch Filme wieder mitnehmen. Kann ich nochmal Filme mitnehmen? Moment mal. West. Schade. Okay. Wir speichern hier drüber. Fertig? Fertig? Gut. Zurück zum Spiel. Ja. Ne, hier haben wir ja schon alles abgesucht. Dann gehen wir. Was ich auch total dumm finde, dass diese Siegel, die verschwinden zwar, also die Talismane, aber man hätte ja wenigstens so ein Zeichen lassen können, sogar sie, ey, da war ein Talisman dran, aber nein. Sowas ist ja immer wieder zu viel verlangt. So. Okay. Nein. Wir laufen falsch.
Wir müssen jetzt in das Puppenzimmer. Dort wieder durch die Dämonenschriftrolle. Und dann hoffe ich auf dem Weg, so schnell wie möglich den nächsten Stein zu finden. Ja, welcher denn? Wo ist sie? Wer zum Henker bist denn du? Ist das? Guck mal, das ist. Was glänzen zu meinen Füßen? Steinspiegel. Objekt. Kräutermedizin. So, Fotos. Wer bist du? Dreitausend. Rottenter Mönch. Ich sehe nicht mal. Mist. Wo ist er hin? Verpiss dich von mir! Nein, nein, nein! Bist du tot? Bist du tot? Alter! Wenn mir ein Leben anderen die ganze Zeit flöten geht. Ja, man merkt schon, das Niveau steigt und steigt. Und meine Kraft sinkt und sinkt. Naja. Damit muss ich jetzt zurechtkommen. Denn immerhin bin ich im... Ja, kurz vorm Schluss. Und was ist der Mönch da wollte? Sieht aus wie eine alte Kimono-Truhe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao!